Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dingsbums. Let's play Bioshock. Bioshock, genau. Und wir sind auf. Wo sind wir eigentlich hin auf dem Weg? Zur Zentrale. Zentral, weiß der Henker was. Schrottflinte, Leiche, nix. Ich habe nur noch 3 Antipersonen-Dinger. Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Warum? Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! Ach du Scheiße, was macht denn der? Rapture-Zerstörer. Spielt der jetzt rum, oder was? Der zickt rum. Ich will jetzt erstmal das Dings da anhören. Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Eigentlich wäre doch das eine gute Lösung. Antipersonen. Halt. Nachladen will ich eigentlich. Warum kann ich nicht nachladen? Sie ist gesamt. Ah, Scheiße. Na gut. Dort hat es noch Dings halt, noch Retour. Dort auf dem Tisch hat es noch Verbandszeugs. Das ist gut. Oh, Antipersonen fürs MG. Ja. Das ist gut, ja. Napalm! Sonst noch Ebis irgendwo. Waren wir da schon? Ja, sonst waren wir überall, ne? Ja. Also gut, dann. Wo geht's denn weiter jetzt überhaupt? Dort hat's eine Stärke, halt, rechts. Da drauf. Aber warum krieg ich keinen Pfeil angezeigt? Den Pfeiler? Ja, das ist Endkampf, geht kein Delay. Was, Endkampf? Weil, das sag ich jetzt einfach so. Ich will aber keinen Endkampf spielen jetzt. Es ist wahrscheinlich nur ein Zwischenendkampf. Was ist da? Nichts. Hä? Wofür gehen die. Wo zwischen die. Hui! Wozu ist die Treppe da? Da jetzt nochmal eine. Wird ist das die Wenn besser? Die genauso sinnvoll ist wie die andere, dann. Ne, die ist womöglich ist die sinnvoller. Oh! Was? Bück dich. Ist das gefährlich? Keine Ahnung. Bzzzt. Nö. Brennsch. Le Schrauben Schlüssel. Ach du Scheiße, das sieht so aus, als ob das genau richtig wie für mich gemacht. Absolut. Was nehme ich denn? Ich mach das ohne. Jo. Aber nun los. Du findest wirklich, dass ich da runter. Absolut, was denn suchst? Das war's. Splitty, Panzerbrechen. Ich hab alles. Ich hab einfach alles.
Was britzelt denn dort an der Tür? Ui, da ist ganz da. Viele Kassettenrekorder. Schon. Und ein Whatever. Zustand des Babys. Na, guck mal, da gibt's Verbindung. Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt. Wiegt 27 Kilogramm. Ein Jahr 27 Kilo. Eines durchtrainierten 19-Jährigen. Was? Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Ja, du. War nicht lange, lange nicht. Ja. Ist das dein Baby? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Souchon. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Nein. So freundlich. Nein. Nein. Sehr schön. Hinter dir, du kannst wieder. Ha? Grünes Licht. Grünes Licht, du findest grünes Licht ist in Ordnung, ja? Ja, genau. Zumindest geht's da weiter. Du bist schon ein bisschen ungeduldig mit mir heute. Entschuldigkeit. Ich bin grundsätzlich ungeduldig. Alles aufsaugen, richtig gehend und geradezu. Da machst du so gut. Was? Schneller, härter. Schneller, härter gibt mir Tiernamen. Nix. Genau. Schneller, härter bringt müd. Okay. Machen wir Foti. Täter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Er hat die Tür zugemacht, die Sau, oder was? Nein. Ah, da ist er ja. Er hat die Wahl. Der Sklave horcht. Hallo, Ryan. Glaubst du, hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie, das Flugzeug, der Absturz. Und an dieser Ort hier, gab Wolf. Es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt oder wurde es entführt? Ja, ins Wasser entführt. War der Absturz absichtlich? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Erzählt recht viel. Aha. Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Wahnsinniger Stereoeffekt, ne? Aha. Komm rein. Wie, komm rein? Er hat die Türen aufgemacht für dich. Hallo! Ups. Halt! Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Ja? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich? 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 Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Bin ich hypnotisiert oder zu sowas? Rennen. Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Was nun? Töte! Wow. Der Freie hat die Wahl! Hä? Es muss ja noch ein bisschen Psycho-Zeugs drin sein, sonst... Ja, aber ich denke, der hat mich unter Kontrolle. Gehorcht! Ja und? Der will ja, dass... Was? Wipe Chocobuco? Gehorche! Ui! Du Scheiße!
Das könnte wehtun. Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken? Wärst du so freundlich? Ja, jetzt sei mal so freundlich. Ich fotografiere den jetzt. Ja, sicher. Andenken sind immer gut. Scheiße. Wie freundlich muss ich jetzt sein? Das Ding irgendwo jetzt stecken. Nicht das Ding, der Schlüssel. Tisch. Kommentar. Oh, hol doch mal hin. Kommentar des Regisseurs. Rüh an. Wo denn hineinstopfen? Fühl mich wohl da so. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist dann auch eher noch scharfes Bild. Da ist doch aber nichts. Oder bin ich jetzt doof? Jetzt sei mal so freundlich. Ich bin doch schon total freundlich. Da ist aber nichts, wo ich da irgendwas reinstecken kann. Dort hat es eine Konsole, geradeaus. Wo? Meinst du da? Ah! Selbstzerstörungsunterbrecher ist immer cool, wenn's. Als erstes muss ich Selbstzerstörung auslösen, dann muss ich es wieder unterbrechen. Die wissen echt nicht, was sie wollen. Ich kann die Unterbrechung auch unterbrechen. So? Nee. Elektrobolt 3, sag ich bloß. Brezel. Das sieht aber gut aus, in Recht. Was? Oh Scheiße. Ach, das ist ja nicht schön. Das heißt, der Selbstschussanlage. Du stehst genau wie der Selbstschussanlage. Ja, ich mach mich unsichtbar. So. So. Soll ich dem hinterher rennen? Ja, klar. Soll ich den hacken oder? Einfach anbritzeln, dass er nicht schießt mit den Reinen. Guckst du? Jetzt ist aus da. Uff, ich kann mich nicht bücken. Leben. Was war denn das jetzt? Absturz. Und da mal nicht das Spiel, sondern du. Olympusheiz. Was? Die Kleine hat dich jetzt gerettet. Die hat mich in die Falle gelockt. Gerettet? Die mache ich doch tot. Du machst auch immer alles tot, dieses Spiel. Wofür habe ich denn die jetzt die ganze Zeit verschont? Ich erinnere an Until Dawn. Ja, du hast die immer tot gemacht, Alter. Ja, auf den Befehl. Ja, was auf meinen Befehl? Ich bin halt auch, wärst du so freundlich programmiert. Ah. Tennenbaum, so Unterschlupf. Hallo, jetzt hilft sie uns vielleicht gleich noch. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort
Angebot. Du bist auch so eine. Ach, bist du groß geworden. Ja. Du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Fluchtweg. Was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Ja. Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Rabenmutter. Ja, nur. Was ist das? Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Hallo? Ich stehe in deiner Schuld. Oh Gott. Hallo? Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, die guckt schon ein bisschen fies. Ja. Kann man deinen Kopf komplett umdrehen vielleicht? Nee. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Dich beschäftigt dich jetzt im Moment gerade viel mehr. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten. Das wäre doch cool, wenn die den Kopf so drehen würden. Ich habe deinen Körper erschaffen. Der Exorzist. Aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Kuckuck. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Ritzel. Rette dich vor Fontaine. Hab ich doch schon. Aber schau, es hätte das Feeling gegeben, jetzt wissen wir wieder wohin. Hä? Es hätte das Feeling gegeben, jetzt wissen wir wieder wohin. Wer ist das? Wie weiß was? Er hat mich gerettet. Ja, ja. Ja. Wo guckst du? Der liebe Onkel. Kommen Sie mit. Ja, kommen wir mit. Ja, ich esse jetzt erstmal einen Peppriegel, oder? Oh, sorry. Mama Tennenbaum hat gesagt, er hilft uns. Oma Tennenbaum? Ich meine, du der Opa. Ah, Opa, heißt etwas. Oma Tannenbaum. Kann ich aber nicht. Verhupfer. Telekynese. Aufen Gumpen. Telekynese. Ah. Das ist der Nee, ich kann überhaupt nichts. Ach so. Ich kann gar nicht. Das sind ganz schön viele solche kleine Zwergdinger. Ja, Gott danke. Der wird uns alle retten. Jawohl, haben wir doch schon. Ich mag ihn. Ich mag ihn auch. Toller Kerl. Absolut. Ja. Wer ist das? Ruhe. Er ist hier, um uns zu helfen. Ich mag ihn. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Ich bin allein. Was? Ohne. Da komme ich aber nicht durch. Also jetzt wirklich nicht. Coole Türe. Da kommen praktisch nur Little Sisters durch. So ist das. Ah, Kalanisation. Hm. Ah, look, dort ist der Hund. Der wer? Der Hund. Welcher Hund? Der Hund. Den ich vor 20 Jahren getötet habe. So ist es. Du bist der Pfundskerl. Ja, denke mir schon. Okay. Nein. Kann ich vergessen, du Depp. Oh, hat's wirklich? Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Das ist doch ein... Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Oh. Ist das wie bei Jedi-Ritter, oder? Code 666 oder so? So ist es. Muss ich mir jetzt beeilen, oder? Aha. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht so optimal, oder? Wobei. Also vorne hättest du selbst schon sagen. Sausack. Den musst du britzeln. Nee. Le Britzel. Sehr schön.
Da vorne hat es dann gerade nochmal einen. Aber erst einmal tun wir den kennen. Genau. Du es. Nein. Da bist du schon fast die Hai. Das sind aber laute falsche Dinger. Schon, hä? Ja. Jetzt musst du halt wieder rauf und wieder rechts und überhaupt, jetzt hat es noch einen. Erstmal rüber. Rüber! Auf! Und dann wohl sogar Star Wars. Nuff! Und dann rüber. Nuff! So aber. Ist doch auch gut. Ja, super. Also. Definier gut. 20. Wo? Das ist aber ein Big Daddy. Ich hab gemeint, hinten da hängst du nochmal ein Dings. Wie bitte? Ich hab gemeint, hinten da hängst du nochmal einen Selbstschuss an. Klar, jetzt aber nicht. Ach du Scheiße, wo? Irgendetwas rennt. Wen schießt denn der jetzt? Upsala. Du starrst ins Schussfeld. Ach du Scheiße. Denkbar ungünstig. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle können wir auch schnelle Pause machen. Machen wir. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Ich heile noch, oder? Ja. Und dann Pause.